Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Der Hersteller Samyang hat ein neues Objektiv rausgebracht. 85 mm Offenblende 1.4 für den RF-Mount von Canon. Und das Ganze natürlich in der Autofokus-Version. Jetzt ist das Objektiv wirklich brandneu vorgestellt, letzten Freitag. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass die Firma Fotowalzer mich gefragt hat, Rico, möchtest du mal eins der ersten Modelle für uns testen, dir genauer anschauen und mal sagen, was du davon hältst. Das heißt, ich habe jetzt die Linse schon ein paar Tage und hatte auch die Möglichkeit, schon die ersten Fotos und die ersten Tests damit zu machen. Ich war nicht nur outdoor unterwegs, sondern ich hatte am vergangenen Samstag schon auch die Möglichkeit, jetzt mein erstes Brautpaar-Shooting mit diesem Objektiv 85 mm mit Autofokus zu machen. Wie mein erster Eindruck ist und was ich von der Linse halte, das erzähle ich euch im Video. mm Offenblende 1.4. Das Ganze ist natürlich ein Autofokusobjektiv, so wie auch schon die 14 mm Linse, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Und das Ganze kommt natürlich in dem neuen und klaren Design. Habe ich ja schon bei der anderen Linse gesagt, gefällt mir sehr gut. Es ist ein sehr übersichtlich, klares und modernes Design, was jetzt hier die neuen Autofokusobjektive von Samyang haben. In diesem Fall mit direktem Anschluss an den RF-Mount der neuen Kameraserie, der R-Serie von Canon. 85 mm, wie gesagt, Offenblende 1.4. Das Ganze hat einen Filterdurchmesser von 77 mm. Ich muss auch erst ein bisschen suchen, es ist ein bisschen versteckt, die Angabe angebracht, aber sie befindet sich auf der Unterseite eures Objektives. Wichtig zu wissen, falls man sich mal einen Filter, einen Schraubfilter zum Beispiel dafür kaufen möchte. Was ist mit bei, wenn ihr euch die Linse kauft? Ihr habt auf jeden Fall eine Gegenlichtblende mit bei, finde ich sehr gut, muss man bei einigen Herstellern ja heute auch noch für teuer Geld dazu kaufen. Und ihr habt wie gewohnt einen kleinen Aufbewahrungsbeutel. Ist ein nettes kleines Gimmick, gerade wenn du dein Objektiv mal einzeln in die Fototasche steckst. Dafür ist er auf jeden Fall gut geeignet. Verarbeitung gefällt mir wieder sehr gut. Das Objektiv selber, also der Body, ist aus Metall und Anschlüsse an den, der Mount-Anschluss ist hier ebenfalls in Metall gehalten. Also sehr hochwertig und lässt auf eine lange, lange Haltbarkeit des Objektivs hoffen oder vielleicht auch schließen. Was haben wir für Einstellmöglichkeiten? Ganz klar, wir haben hier die Möglichkeit zwischen Autofokus und manuellem Fokus zu wechseln und wir haben für den Fall, dass wir manuell fokussieren, ein schönes, breites Fokusrad hier. Dreht sich auch angenehm, nicht zu leicht, nicht zu fest, kann man schön mit anfokussieren. Ansonsten, was gibt es noch zu beachten beim Objektiv? Es hat einen Mindestfokusabstand von 90 cm. Das heißt, ihr müsst also darauf achten, wenn ihr damit fotografiert, dass ihr nicht zu dicht herangeht an euer Motiv und euch dann wundert, Mensch, die Linse fokussiert gar nicht an. Das liegt dann schlussendlich daran, dass ihr einfach zu dicht dran seid. 90 cm ist aber ein guter Abstand für Porträtfotografie. Jetzt habe ich die Linse schon ein paar Tage. Wie gesagt, Fotowalzer war so nett und hat mir eine der ersten Linsen hier zur Verfügung gestellt, um sie einfach mal zu testen. Das heißt, als allererstes habe ich sie mir natürlich geschnappt und bin bei uns hier ein bisschen in die Natur, in Mecklenburg. Es grünt und blüht schon alles und da hat es sich natürlich angeboten, schon mal ein paar Outdoor-Fotos zu machen. Das heißt, für mich wichtig war natürlich, wie gut funktioniert hier der Autofokus. Und da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Der Autofokus arbeitet sehr leise und sehr, sehr präzise. Ich habe hier mal einen guten Test für euch, das könnt ihr mal probieren. Und zwar habe ich hier mal einen Weidezaun fotografiert, Offenblende 1.4 und habe dann versucht, mal einen dieser kleinen Bereiche auf diesem Weidezaun genau anzufokussieren. Habe einen Einzelfokuspunkt ausgewählt und dann mit dem Autofokus gearbeitet. Und wer das vielleicht schon mal probiert hat, der wird schnell merken, dass hier manche Autofokus-Objektive wirklich echt zu tun haben. Die pumpen und pumpen und pumpen und da kriegst du keine scharfe Abbildung. Hier muss ich ehrlich sagen, 4 von 5 Versuchen, hier diesen Weidezaun zu fotografieren mit dem Autofokus, habe ich immer ein scharfes Foto erhalten. Und 4 von 5 ist wirklich schon ein super geniales Ergebnis. Und auf dem Foto mit dem Weidezaun seht ihr hier auch gleich die mega offenblendige Unschärfe im Foto dann. Vordergrund, Hintergrund, genial unscharf, sehr schön weiche Unschärfe, also ein sehr schönes Bouquet. Dann war ich am Wochenende jetzt schon auf der ersten Hochzeit und habe gedacht, okay, pack's mal ein, Offenblende 1.4 ist schon interessant, bestimmt auch bei der Hochzeitsfotografie. 85 mm ist da ohnehin so eins meiner Lieblingsobjektive, auch gerade im Brautpaar-Shooting und habe dann durchgehend wirklich mal das Brautpaar-Shooting mit diesen 85 mm fotografiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war begeistert. Und das Brautpaar, die ersten Fotos, die sie gesehen haben, waren auch schon begeistert. Ihr habt ein Mega-Bouquet.
Der Autofokus saß wirklich zu 99,5%, möchte ich mal sagen, saß er auf den ersten Versuch. Da musste ich nicht nachfokussieren. Das hat wirklich super funktioniert, hat mich echt beeindruckt. Und Offenblende 1,4 habt ihr natürlich mega Bokeh. Gerade wenn ihr Porträts fotografiert oder das Ganze auch ein kleines Stückchen weiter weggeht, habt ihr trotzdem noch eine super Unschärfe im Hintergrund, also einen richtig schönen Effekt auf dem Foto. Hat mich auf jeden Fall überzeugt, die Linse, muss ich schon sagen. Jetzt verleitet so eine Linse, Offenblende 1,4, natürlich immer dazu, auch wirklich möglichst offenblendig zu fotografieren. Müsst ihr da natürlich auch ein bisschen aufpassen, gerade durch den wirklich sehr kleinen Schärfetiefenbereich, den ihr dann nur noch habt, dass euer Motiv, was ihr fotografiert, dann auch wirklich so durchgehend scharf ist, wie ihr euch das vorstellt. Das heißt, man muss gegebenenfalls dann auch mal ein bisschen abblenden. Abbildungsleistung wirklich schon von der Offenblende 1,4 bis geschlossene Blende ist hier maximal Blende 16. Habt ihr wirklich eine durchgehend gute Schärfe, keine chromatischen Aberrationen. Ich bin da echt begeistert von. Und ich bin auch so ein kleiner Fan von Sonnen- und Blendensternen. Hab dann mit meinem Brautpaar mal einen Blendenstern versucht und der ist richtig genial geworden. Ich zeige es euch hier mal. Und zwar haben wir hier die Ringe fotografiert und durch die Ringe quasi den Blendenstern der Sonne einfangen können. Fand ich mega, auch das Ergebnis, Blende 16, prima Sonnenstern, prima Schärfe auch auf dem Foto und auch der Autofokus in dieser Gegenlichtsituation, muss ich sagen, hat einwandfrei funktioniert. Also ich muss hier nicht manuell fokussieren, sondern der Autofokus hat das wirklich absolut genial gemeistert. Auch beim Gewicht der Linse war ich positiv überrascht. 450 Gramm hat das Ganze, also nicht mal 500 Gramm. Ich habe mal als Vergleich eine Tamron-Linse, auch 85 mm, hat allerdings nur eine Offenblende 1,8, ist die SP-Version. Und auf den ersten Blick wirkt das Samyang etwas, na sagen wir mal, etwas bulliger. Aber im Endeffekt ist das Tamron wesentlich schwerer. Und da war ich schon echt überrascht von der Samyang-Linse, dass trotz des geringen Gewichts die Linsen, die dort verbaut sind, trotzdem so eine geniale Abbildungsleistung haben. Muss ich schon sagen. Also war ich wirklich sehr positiv überrascht. Und gerade je weniger Gewicht, wisst ihr ja vielleicht selber, wenn ihr lange unterwegs seid, desto besser ist es mit so einer Linse. Jetzt hat Canon ja mal zum Vergleich auch ein 85 mm RF direkt für die R-Serie Objektiv im Angebot. Und wenn ich jetzt mal beide miteinander vergleichen sollte, einfach mal von den technischen Daten, dann hat das Canon zwar noch ein bisschen mehr Offenblende. Das heißt, das Canon RF 85 mm hat eine Offenblende 1,2. Allerdings der Preis auf der Canon-Seite mit 3.000 Euro, da wird es einem schon erstmal ein bisschen schwindelig. Und wenn ich mir dann die geniale Abbildungsleistung von dem Samyang anschaue und dass ich auch hier eine Offenblende von 1,4 habe und ich dann allerdings nur einen Preis von 699 aktuell habe, dann, tja, was soll ich sagen, da fällt die Wahl natürlich leicht. Ich kriege hier eine wirklich mega moderne, geniale Linse, leicht, gut verarbeitet, ein sehr schneller Autofokus, auch immer treffsicher, muss ich sagen, hatte ich jetzt keine negativen Erfahrungen in meinen Tests, die ich bis jetzt damit machen konnte, dann würde für mich persönlich natürlich die Wahl hier ganz eindeutig auf das Samyang-Objektiv fallen. Es sei denn, ihr habt natürlich eine nette Gelddruckmaschine im Keller, dann könnt ihr auch das Original von Canon kaufen, dann weiß man ja nicht, wohin mit seinem Geld. Wie gesagt, meine Wahl würde in jedem Fall hier auf das Samyang fallen. Vielleicht sucht ihr ja derzeit noch eine Linse 85 mm, dann schaut euch die Samyang-Linse 85 mm doch wirklich mal etwas genauer an, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht kauft ihr sie auch euch in Zukunft oder habt sie jetzt schon auch mit einer der ersten Linsen erworben und habt schon die ersten Erfahrungen damit gemacht, dann lasst mir dafür doch gerne mal einen Kommentar da. Habt ihr die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht? Durchgehend gute Bildschärfe und einen wirklich super treffsicheren Autofokus? Dann, wie gesagt, lasst mir dazu gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ich euch die Linse ein bisschen näher bringen konnte, denn wie gesagt, sie ist ja wirklich fast funkelnagelneu, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.